So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit unserer Karriere, die ja so langsam dem Ende zugeht. Das ist jetzt später Nummer 27. Ja, Osasuna ist der nächste Gegner. Den wollen wir natürlich heute, die wollen wir natürlich heute auch noch schlagen. Und dann sollte irgendwann schon City kommen. Oh, Vidal soll geht nach Cremonense für ein Jahr. Das ist immer gut. Warte mal, da war noch eine Nachricht, die ich versehen habe. Ach hier, Preisgeld, 80.000. Nur. Ja. So, jetzt gucken wir mal gerade durch. Da ist der ein oder andere naja, nicht ein bisschen angeschlagen. Oh, da ja, auf der Bank vor allen Dingen hast du noch ein paar Kandidaten, die angeschlagen sind. Deswegen werden wir heute ein bisschen rotieren mal. Ich habe eigentlich gar keinen Ersatzkeeper. Das werde ich jetzt mal ändern. So. Ja, ich habe jetzt genug Stürmer auf dem, aber ich brauche eigentlich einen Linksverteidiger noch. Ne? Immanuel, ja, da sind leider keine. Sonst was, ich brauche eigentlich noch einen Verteidiger auf der Bank. Petit raus. Weil wahrscheinlich hier, er kann auch. Oh, ZM, alles klar. Gut. Geh mal rein ins Match. Ein Spiel, das es in sich hat, ein Spiel, das eine Menge verspricht. Wer wird gewinnen? Wir zeigen es Ihnen. Also bleiben Sie dran. Willkommen im Estadio San Mamés, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Das dürfte richtig hochklassig werden. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Ist alles drin. Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Alle Freunde des Konterfußballs dürfen sich heute freuen, oder? Ja, das ist sowas wie Ihre Spezialdisziplin. Das können Sie richtig gut und das wollen Sie natürlich auch heute wieder zeigen. So, geht jetzt gleich los. Ich habe euch ein bisschen Atmosphäre schnuppern lassen. Upsa. Deswegen. Na gut, gehen wir rein Richtung gegen CA Osasuna. Der erste gegen den fünften um die nächsten 3 Punkte und den zweiten von 8 Siegen in Richtung La Liga-Titel. Hoffentlich. Wir. Er ist wieder fit nach seiner langen Verletzung. Ja, bis weit außen. Abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Immer in der Ecke. Der Trainer schaut immer, als wäre irgendwas auf Hürfus sauer. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Majoral! Der Schuss geht deutlich drüber. Williams heute nur auf der Bank. Aber wie gesagt, das sind einfach nur fitnesstechnische Gründe, weil die gerade das letzte Spiel nach dem Pokalspiel. Gerade weil es jetzt gerade in der Liga sehr deutlich aussieht, man sich eine Niederlage verschmerzen könnte. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit den meisten Toren.
Die Offensive ist ihre 123 Tore. Der beste Sturm, das will ja was heißen. Sanchez. Einfach die Leute, die dieses Konzept, Merino, Konzept perfekt umsetzen können. Die Treffsicherheit ist da, der Ball läuft immer wieder. Abflug. Olmo. Auch heute in diesem Heimspiel. Aber ganz kurz, das was war das? Macht er genau im richtigen Moment. Ja, ich hätte genauer durchgehen können. Jetzt kommt die Ecke. Flanke geht in den Strafraum. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Malen. Der muss aufpassen, der ist schnell. Malen. Nur noch der Torwart vor sich. Völlig. Und dann so ein Schuss. Also das hätte das 1:50 sein müssen fast. La Libre. Ahnt hier diesen Pass. Anton. Ich kann nicht kicken. Oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Wir kommen auch momentan nicht so wirklich in Position, wie ich das gerne gehabt hätte. Muniain! Jetzt mal vielleicht! So wird das nichts mit dem Tor. Der gute Chance. Ecke kommt. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, gefühlt ein bisschen Nahtski ins Tor. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Super geklärt, Kamara. Wieder vorbei am zweiten, oder? Auf außen ist Platz. Gefällt mir gerade gar nicht. Wir kommen nicht rein in die Partie. Der Held, Ball ist noch im Spiel. Fans können erstmal durchatmen. Martinez. Der gewinnt den Zweikampf. Kepa macht einfach zu, macht dicht, verhindert den Treffer aus Leck. Man muss sagen, gerade wenn der jetzt in Führung gehen würde, wäre es eigentlich gar nicht so unverdient. Ja, es wäre verdient tatsächlich. Angriff beendet. Man kommt nicht in Position. Martinez. Da setzt er sich gut durch. Wieder Martinez. Malen. Das ist viel zu einfach. Der hat gute Laufwege, aber keine Schüsse. Das ist eine verschenkte Chance. Das war jetzt schon die zweite. Dani Olmo. Olmo. Oyarzabal. Oyarzabal. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Ich komme nicht rein. In der letzten Viertelstunde spielt hier vor allem ein Team. Das sind die Gäste. Ja. Das zeigen auch die Zahlen beim Ballbesitz. Und Chancen haben sie auch. Was war das jetzt? Da ist raus der Ball. In der La Liga Santander geht's dann bald weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Eibar. Eibar. Das klingt gut. Ich freue mich drauf. Ja, Solmo! Und genau das ist eine Spitzenmannschaft. Genau das macht eine Spitzenmannschaft. So gut wie eigentlich momentan gar nichts auf die Ketten bekommen. Und dann auf einmal aus dem Nichts die Einzelführung. Wir nehmen es mit. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Olmo. Ja, wie gesagt, gefühlt immer gerade aus dem Nichts das 1-0. Und so kann man es mal mitnehmen. 19. Saisontor für den Spanier. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wie gesagt, wir wollen den zweiten Titel haben. Wir wollen uns gerne mit dem Triple verabschieden. Malen! Abseits. Aber dann kommt der Pfiff abseits. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt, aber das war eng. Aber auch gut gehalten von Kepa. Dass da kein Gegentor gefallen ist. Ich sag ja. Spielzeit eine Minute. Dani Olmo. Olmo. Na, ja, geht ein bisschen auf außen. Jetzt will jetzt erstmal auf der Flankenposition gehen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ja, kipp mich hin. Eine Befreiung hier. Klasse Chance jetzt. 2-0. Muniain. Vorne.
2-0 Ika Muniain. So kann man es machen. Wie gesagt, gefühlt gerade mal die zweite Chance jetzt im Spiel. Und sie machen es. Ich glaube, es war wieder Via Libre. Der hatte mich schon zwei Tore jetzt vorbereitet heute. Beide Pässe kamen von ihm. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Wir gehen in die Pause nach dem ersten Durchgang. Innerhalb von über 4 Minuten nimmt sich Osasuna diese Auszeit. Und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen können. Und dann holst du dir auch den Sieg in so. Ja, also so gut ist es nicht, das Spiel. Also zumindest nicht von unserer Seite aus. Klarer, eigentlich die Statistiken sprechen viel für Osasuna, gerade bei den Torschüssen. Und ja, aber naja, wie gesagt. Wir haben einen guten Keeper. Keeper hat zwei, drei Dinger rausgeholt oder vier laut Statistik und wir holen es jetzt. Und wir haben einfach gefühlt zwei Torschüsse aufs Spiel und dann die sind beide drin. Mal. Wenn der vorne ein bisschen eisenkalter wäre, ein bisschen klarer wäre, dann wäre das definitiv schon besser gewesen. Olmo. Majoral. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Wichtige Aktion. Er kann es machen. Oh, und ein Riesenglück, dass da nicht mehr passiert. Na? Ach, ja? Aber drüber. So, jetzt müssen wir mal gucken. Via Libre, der kann auf Tempo gehen. Via Libre, 3-0. Er ist wieder da. Nach seiner Verletzung. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Schaltet schnell, dreht sich einmal und dann geht er aufs Tor und dann ist es passiert. Ja, weil wieder gerade mal Werbung für den neuen EA Sports FC gemacht wird. Das Spiel kommt am 29.09. Ende nächsten Monats. Ich habe es vorbestellt, ich freue mich drauf und damit natürlich auch wieder ein Let's Play geben. Ich weiß aber noch nicht, wie und was und wo. Abwarten. Pass wird abgefangen. So, jetzt muss ich gerade mal kurz abwarten. Tempo Sanchez. Auf außen ist jetzt Platz. Sanchez. Und Oyarzabal verhindert. Mach das doch nicht. Da bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Und er gibt den nächsten Angriff. Könnte also die passt. Muniain, Doppelpack, 4-0. Am heutigen Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Und gar nicht so schlecht gespielt. Die haben einfach ihre Chancen nicht genutzt. Zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch vorne. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Super Pass. Ach, schade. Der war. Dieser Ballverlust. Aber der Nachschub kommt. Sie können es Muller, Via Libre. So, und jetzt bin ich gespannt. Elfmeter, oder? Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Nee, okay, war der eigene Mann. Okay, kein Elfmeter, nix. Sondern Freistoß. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Oh, jetzt haben sie die Chance. Nicht das Tor. Unglaublich. Merino. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt dieser gefährliche Steilpass.
Warte mal. Nee, ich kann nicht an allen vorbei. Da steht ein bisschen aber viel. Ansonsten raus damit. Mit einem Einwurf. Jetzt die Hereingabe. Boah. Aber das Lob gilt natürlich dem Klima. Ja. Dazu macht dicht und lässt nichts anbrennen. Die Flanke via Libre Mocha vorhin verschießt. Oder kann den Ball nicht nutzen. Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch. Majoral. Er zieht ab. Majoral und Herrera. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Johnson. Ganz klare Sache hier. 4:0 der Zwischenstand kurz vor Ende. Und so haben wir die Zeit schnell auf den nächsten Gegner. Feiner verschießt. Der Gegner von Athletic Bilbao heißt Eibar. Mit einer Leistung wie heute. Da Schade. Hoffnungen auf einen Erfolg. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Dani Olmo. Majoral! Da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Die zu null wären wir wieder. Sind angebrochen. Das ist ein vielversprechender Pass. Guter Volley-Schuss. Kepa ist da. Da hätten wir fast den Treffer. So, jetzt muss ich nur irgendwie diese Situation überstehen. Dann hätten wir wieder mal zu null Sieg. Williams wird heute nicht spielen. Aus kürzester Distanz gehabt. Williams wird heute geschont. Also Niaki. So, viele junge Talente raus. Die Ecke kommt. Sie geben noch mal. Es darf nicht so sein. Wir dürfen kein Spiel zu null gewinnen. Wir kriegen wieder das Gegentor. Füllkrug. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu bringen. Wir dürfen. Ich habe gefühlt, haben wir noch kein einziges Spiel zu null gewonnen. Weil wir nehmen die drei Punkte. Sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Muniain mit seinen zwei Treffern. The Man of the Match. Meiner Meinung nach. Oder sind wir ja Libre mit einem Tor und zwei Vorlagen. Ah Mann, mich ärgert dieses Gegentor am Ende nochmal. Mann, das kriegt. Egal, wenn der Gegner nutzt, wie du eine Ecke kriegst, dann ist der Ball meistens drin. Gut. Das war heute einfach nur Fitnessgründe, warum ich dich rausgenommen habe. Gut, ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann morgen wieder um 14 Uhr gegen Eibar. Geht aber den 18. Bis dahin und tschüss.